So, Hallöchen und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einem Inazuma 11 Video. Heute kam der 8. Inazuma 11, nein, der 8. Inazuma Walker, so heißt das Ding. Der 8. Inazuma Walker kam raus und da gab es zwei Trailer. Erst dachte ich, es wäre nur ein Trailer, aber nein, es sind in Wahrheit zwei Trailer. Eins zum Inazuma 11 Ares-Spiel, das im Sommer 2018 in Japan erscheint, für die Switch. Angeblich auch für die PlayStation 4, da muss ich mir direkt mal den Trailer angucken, also sicher bin ich mir da nicht. Also für Switch ist schon mal definitiv sicher, das haben sie auch bestätigt. Aber für andere Konsolen, da muss ich erstmal den Trailer angucken. Also wir machen hier eine Live-Reaction zu dem Ares-Trailer und auch zu einem anderen Trailer, nämlich zu den, wie nennt man das, Überbrückungstrailer, also zu der Folge 27, die zwischen der ersten Staffel und der zweiten Staffel spielt. Also die erste Staffel, die wir alle kennen, die auch bei Cassie vertrieben wurde, also die erste Originalstaffel vom ersten Teil. Dann kommt diese bestimmte Überbrückungsfolge oder wie das dann heißt, Special Episode 27, keine Ahnung was. Und erst dann kommt später die richtige neue Anime-Serie. Und dazu gibt es auch einen kleinen Trailer und ich bin so gehypt, das ist der Wahnsinn. Boah, das wird so geil. Endlich kommt da mal was. So, und dazu gehen wir natürlich erst einmal in YouTube. So, das nehmen wir schon. Und das sind alle Videos von Inazuma 11 Ares, die heute online kommen, was wirklich ziemlich viele sind. Man sieht mal wieder ziemlich viele spanische und die anderen Sprachen kenne ich jetzt gar nicht. Also meistens glaube ich eher spanisch. Also die spanischen sind wirklich extrem krass. Die sind echt up to date, das ist der Wahnsinn. Und da gab es auch schon Trailer-Analysen und alles mögliche. Und wir gucken uns, genau, hier bei dem hier war das, wo ist mein Finger, da ist er. Hier, hier ist nämlich Nintendo Switch, was auch bekannt gegeben wurde, ist 100%ig für die Switch. Und noch PlayStation 4 und Android. Also vielleicht irgendeine Art Android-Unterstützung oder so ein Minispiel für Android könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen. Level 5 macht ja auch extrem viel in Richtung Smartphone, Gaming, Handheld, Device, Gedöns. Aber für die PS4 ist es für mich komplett neu, was aber auch nicht direkt unmöglich ist, denn die haben auch schon einige Spiele für Sony gemacht. Und dann macht das allererste Videospiel, das die gemacht haben, nämlich Dark Cloud. Das kam auch für die PlayStation raus, also unmöglich ist das nicht. Also ich denke mal, dass wir... ich habe jetzt auch keinen richtigen gefunden, keinen richtigen Original-Trailer. Und denke, dass die meisten nur irgendwelche, genau, hier ist einer. Inazuma 11 Reload Trailer Official 2017. Aber ich denke mal, dass das einigermaßen das vertrauenswürdigste ist, denn, keine Ahnung, es könnte auch sein, dass ich in irgendein italienisches oder spanisches Fan-Theorie-Video reinkomme, wo ich dann mich gar nicht auskenne, denn ich kann die Sprache nicht, keine Ahnung. Und Originalvideos habe ich auch keine richtigen gefunden. Ich habe nicht mal richtig den Livestream geguckt, in der Inazuma Walker an sich, da ich gar keine Zeit hatte. Aber wir werden es definitiv das hier angucken. Den hier. Und da war noch ein Trailer. Moment, wo war das? Okay, das ist auch schon einer vor einer Stunde, habe ich es auch gar nicht gesehen, okay. Das sieht eher original aus, da auch der Raum vom Livestream dabei ist. Inazuma 11 Ares Gameplay Nintendo Switch, PS4, iOS und Android. Oh, tatsächlich, es kommt für die PS4 raus. Krass, da steht's ja. PlayStation 4. Okay, damit ist das Rätsel schon wieder gelöst. Gut, also gucken wir uns das hier an. Boah, das ist alles so neu, keine Ahnung. Einmal das hier und dieser möchte gern Überbrückungstrailer. Da möchte ich irgendwie auch gesehen. Wo ist denn der? Der da. Okay, dann gucken wir einfach die beiden an. Und hier müsste irgendwo noch ein Video von jemandem sein, der. Oder ist das das? Das könnte auch sein. Oh, direkt von Level 5. Okay. Dann gucken wir uns den an. Haben noch eins gemacht, habe ich gar nicht geguckt. Weil ihr seht, ich bin super vorbereitet, keine Ahnung.
Aber wenn es direkt von denen kommt, dann wäre das natürlich das Perfekteste. Die haben da so krass viele Videos raus. Da der ganze Livestream an sich. Okay, da gibt es sogar mehrere Videos. Vor 4 Stunden. Oh Gott, kommt da viel. Eieiei. Da kommen sogar ziemlich viele Videos. Okay. Ja, dann gehen wir lieber zurück. Zack, zack. Eine Sekunde, das haben wir gleich. Ja, so kann man auch 6 Minuten Zeit vertrödeln, sorry. Dann... Also bin ich wieder... ohne Filter. So. Heute. Schon besser. Okay, dann gucken wir jetzt erst einmal... den Gameplay-Trailer an. Den offiziellen, der ist hier unten. 1 Minute 25. Okay, bin schon mal ziemlich gespannt. Also es kommt definitiv für die Switch, für PlayStation 4, iOS und Android. Vielleicht irgendwelche Unterstützungsspiele oder sowas, keine Ahnung. Aber gucken wir mal rein. Jupp, erst Bewertung, super. Let's go. Okay, es sieht ziemlich unübersichtlich aus, aber... Okay, das Bild schon ein bisschen unten in mein Gesicht. Da. Okay, man kann zu allen möglichen Leuten hinspielen anscheinend, ohne sie gleichzeitig auszuchen. Sieht schon mal ziemlich geil aus. Also nicht direkt atemberaubend, aber sieht schon ziemlich geil aus. Also in Richtung FIFA Pro Evolution Soccer. Ja, was kommt jetzt? Eine Technik? Sieht aber schon ziemlich cool aus. Jetzt wird's spannend. So, jetzt sehen wir was. Oh! Okay, es war nur ein normaler Schuss. Sieht man noch mehr? Ja, das war's schon. Ach. Keine Spezialtechnik, schade. Okay, sah eindeutig aus wie. Ja, mit Richtung FIFA. Und Gus hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so krass umgehauen. Das sah jetzt nicht so mega spektakulär aus. Aber okay, warten wir auf das fertige Spiel ab und auf die Techniken. Gut, das war das erste. Aber jetzt kommt das Storymäßige, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen gespannter bin. Nehmen wir diese Überbrückungstrailer. Wo ist der nochmal? Trailer Official 2017. 2 Minuten. Okay. Mal gucken. Ah, wieder Werbung, super. Juckt mich nicht. Komm schon, passt schon. Ah, das nervt so. Let's go. Das passt noch alles. Der Sieg von der Football Frontier. Aber dann kam alles anders. Die werden daheim gefeiert. Alles ganz normal. Aber wann kommt die Veränderung? Was ist das für eine Mannschaft? Das ist ein ganz neues Logo.
Sekai die Welt. Wer besser schafft wahrscheinlich. Tornado! Bam! Right in your face. Apropos Face, wer bist du? Das ist echt eine ganz neue Mannschaft. Wer sind die denn? Die sind ziemlich gut. Reloaded. Alles klar. Ist ja cool. Kann okay, irgendwas von seinem Opa noch erzählt? Okay, es kommt anscheinend ein neues Match dazu. Das war nur ein Trailer für die 27. Folge. Aber die 26. beendet ja damit, dass die Football Frontier gewonnen haben. Also warum kommt da eine Folge später noch ein Match? Das ist irgendwie mir ein bisschen suspekt. Und die Mannschaft war komplett neu und auch dieses Logo ist ganz neu. Also es könnte eine neue Mannschaft sein von den ganz, ganz neuen. Von der neuen Football Frontier Meisterschaft, die dann im Anime kommt. Oder auch im Spiel halt, bei der Story. Aber... da war eigentlich auch nichts so richtig, was mich jetzt mega umgehauen. Es war einfach eine neue Mannschaft. Die jetzt auch nicht gerade so mega atemberaubend aussahen und sie haben wieder erzählt von Sekai, also die Weltmeisterschaft wahrscheinlich. Okay, ich will jetzt direkt sagen, dass ich jetzt irgendwie enttäuscht bin, aber es waren jetzt nicht so mega geile Trailer. Und ich will jetzt auch nicht direkt so überreacten, so, boah, ist das krass! Oh mein Gott! Denn das fühle ich gerade irgendwie, das war nicht so mega krass. Also schon ziemlich cool. Erste neue Trailer, auch vom neuen Spiel. Aber trotzdem war es nicht so übertrieben krass. Aber naja. Gut. Das war zumindest auch cool, das Video. Weg damit. So. Schon besser. Der will frei. Was will man wir? Okay, das wird meine mega geile Live-Reaction zu den neuen Inazuma Eleven Trailern, zur Episode 27 oder zur neuen Staffel. Also ich weiß nicht, ob das direkt zur Folge 27 postiert, dieses Match, oder bei der neuen Staffel. Was ich eher denke, denn direkt nach einer Meisterschaft, noch so ein Meisterschaftsmatch macht irgendwie gar keinen Sinn. Also, keine Ahnung. Und vom Gameplay haben wir es auch nicht gerade so mega krass viele Sachen gesehen. Man hat die ganzen Spieler gesehen, wie das ganze Spiel dann an sich aussah. Aber ich könnte mal ganz, ganz kurz, genau. Wo ist er denn? Na, so viel Zeug öffnen, so. Ich kann mal ganz, ganz kurz stoppen und das eine Bild mal kurz analysieren. Wo man ein bisschen was gesehen hat. Denn sonst sah es wirklich aus wie FIFA und... ja, wenn man das direkt FIFA vergleicht in der Zoom 11, da sieht man, das eine ist einfach... sieht einfach ziemlich langweilig aus, das andere ist einfach mega geil. Und ja, Moment, wo war das doch mal? Anime einfach das dafür, das Gameplay. Ist ja alles dasselbe. Das war ziemlich am Ende irgendwo hin. Ja, so geil. Irgendwo hier. Mal gucken. War ein bisschen zu spät. Können wir ganz noch kurz analysieren. So, jetzt schießt er. So. Und noch ein bisschen größer. Geht das noch? Vollbild. Ja, Wunderbärchen. Hier passt schon. Okay, was sehen wir hier Schönes? Jetzt drehe ich das Ganze mal so hin. Können wir auch ein bisschen kleiner machen. Oh, Moment, sorry. Ah, diese Technik. So. Wo bin ich?
Da bin ich, okay. Bisschen kleiner. Wieder richtig rum, das sieht irgendwie komisch aus. Und eine Sekunde. Horizontal, vertikal. So, jetzt passt. Gut, was haben wir Schönes? Wir sehen hier Copy und TP. Auch hier. Dann wird, dass er ein bisschen stärker ist wie er. Also wird der Schuss höchstwahrscheinlich reingehen, was er auch getan hat. Also auch keine richtige Technik an sich. Und hier oben haben wir, das könnte die Teamtechnik-Punkte-Anzeige sein. Das ist ziemlich interessant. Hier noch immer der Punktestand und dann hier das Spielfeld an sich. Was auch nicht gerade so krass übersichtlich ist, dass es hier an der Seite nur so hingeklatscht ist. Machen wir mal weiter. Genau. Aber fehlt er. Goal! Alle drehen durch. Ein Tor. Und dann geht es wieder so weiter. Okay. Also ich muss sagen, wenn es jetzt wirklich so aussieht. Ah, das ist noch die Zeit. Auch sehr interessant. Hier oben ist noch die Zeit. Also sieht nicht direkt schlecht aus, aber einfach. Sagen wir mal eher ziemlich ungewohnt, denn ich bin es einfach gewohnt, dass die alle so schön groß auf dem Display sind. Und das sieht einfach nicht so mega spannend aus irgendwie. Aber gut, man sagt keine einzige Technik, man sagt keine Dribbeltechnik, keine Schusstechnik, keine Torhütertechnik, Verteidigungstechnik, keine Taktik und so weiter. Also das erste Rumschießen an sich als Gameplay ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde doch ganz gerne ein bisschen mehr sehen, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr das, was meiner Meinung nach hier in der Summe Lab nach ausmacht, denn ich würde das zocken, weil es eben so ist und so ist einfach zu sehr in Richtung FIFA, was mich einfach null reizt und deshalb, ja, war es nicht so der krasse Trailer, aber ja, wir haben jetzt zumindest mal ein bisschen was gesehen vom Gameplay an sich, wie das dann im fertigen Spiel aussieht bei Inazuma Eleven Ares. Das, wie gesagt, nächstes Jahr erscheint in Japan erstmal für die Switch, für PlayStation 4 und irgendwie noch für Android und iOS, also als Handyspiel noch irgendwie. Keine Ahnung wie. So, das kann man wieder raus, so, schon besser. Jo, gut, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen mega, mega wundergeilen, wunderschönen und sehr, 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 sehr overreacteten Reaction-Video. Wie gesagt, ich will jetzt nicht schauspielen und extra viel mehr Klicks oder sowas, also ich war jetzt nicht krass geflasht und das zeige ich jetzt auch, das war jetzt nicht so der Hammer, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Ganze dann weitergeht. Und wir haben zumindest eine neue Mannschaft und wir haben eine neue Mannschaft als Gegner. Und das ist schon ziemlich interessant, aber da will ich doch gerne ein bisschen mehr sehen. Das ist zwar jetzt auch nicht so mega krass, so mega atemberaubend, eher so wie eine 0815 Gegnermeisterschaft, die halt ziemlich stark sind und das hat man einfach schon tausendmal gehabt. Da will ich schon ein bisschen was Spezielleres, ein bisschen was, also aus der Masse raussticht und nicht, ja, sowas. Das geht mir eher vor wie die, wie eine andere Version von der Royal Academy, die zum ersten Mal auftrat, die kam ja auch so irgendwie in der Art drüber. Das war jetzt nichts so richtig Spezielles. Aber gut, ich will jetzt nicht schlecht reden, ich sag mir meine Meinung. So, und wie gesagt, das war's. Ach, wieder fast 20 Minuten für sowas. Ach Gott! Sorry, ich glaube einfach zu viel. Gut, aber wie gesagt, das war dann mein ganz, ganz kleines Video zu den neuen Trailern von Inazuma Eleven Ares zum Anime und zum Spiel. Wie gesagt, das Spiel kommt 2018 raus, genauso wie der Anime. Der wurde ja vom Sommer auf Herbst verlegt und dann von Herbst auf 2018. Was heißen könnte, dass es im Januar 2018 kommt, also zur Winterseason 2017. Die eigentlich Januar 2018 ist. Oder wenn es heißt, das kommt 2018 raus, könnte es auch im Sommer oder Herbst oder Frühling 2018 sein. Also, das ist ein ganzes Jahr Spannweite, wann es kommen könnte. Aber ich denke, wenn 2018 kommt, ist es definitiv, denn das ist eine neue Weltmeisterschaft und da wird so mega viel in Richtung Fußball gehen. Da muss einfach der Spiel erscheinen, da muss der Anime kommen. Und bitte, bitte, bitte auch endlich Inazuma Eleven Go Galaxy, bitte. Ich hoffe es.
Es ist nicht direkt spruchreif, aber jeder denkt sich und denkt mal, dass es auch sehr, 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 sehr sicher ist, dass es nächstes Jahr kommt. Denn wenn ich zum Jahr der Fußball-WM wandern, keine Ahnung, ist einfach zu perfekt. Und deshalb hoffe ich auch wirklich, dass da nächstes Jahr endlich was kommt. Damit jeder auf der ganzen Welt Inazuma Eleven genießen kann. Oder halt den richtigen Fußball, aber den interessiert eh keiner. So, wie gesagt, das war mein kleines Video und ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und freut euch auf in der nächsten Zeit auch noch auf weitere Inazuma Eleven Videos. Denn ich habe jetzt mittlerweile so viele Videos von mir in Richtung Inazuma Eleven. Die muss ich alle mal abarbeiten, die ganzen Inazuma Walker Videos, die letzte Outer Code Folge und noch ganz viele andere Videos, wo ich noch gar nicht dazu gekommen bin. Also in Richtung Inazuma Eleven kommt demnächst auch wieder einiges auf meinen Kanal. Das nochmal so vorweg. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ciao.